Hey, ich bin's wieder, eure Lea. Wir stehen wieder in der Küche, weil wir testen was zu essen. Und zwar gibt's heute die Churros von Cookie Bros. Das haben wir schon mal gesehen, dann haben wir aber recht lange gesucht, bis wir die mal gefunden haben. Dann hat Lars irgendwann mal beim Einkaufen mitgebracht. Weißt du noch, was sie gekostet haben? Nein, okay, egal. Ja, ich bin gespannt. Also entweder im Toaster, den haben wir extra schon hingestellt, oder im Backofen. Also die wären einfach damit mit Toasten und fertig. 3 Minuten oder im Backofen. Von daher probieren wir es im Toaster aus, denke ich. Ja. Die Churros in den Toaster stecken und auf mittlerer Stufe ungefähr 2,5 bis 3 Minuten lang erwärmen. Dies kann je nach Leistung des Toasters variieren. Bin ich mal gespannt, wie lange wir jetzt vielleicht brauchen, um herauszufinden, ob unsere Churros gut sind oder nicht. Ich bin sonst auch gespannt, wie viele drin sind. Sieht ja erstmal recht groß aus. Und ich glaube, so eine Zimt- und Zuckermischung ist auch schon, dass man die darin aufwälzen kann. Für alle Fälle habe ich aber auch schon mal ein bisschen Nutella bereitgestellt. Dass man sie auch so richtig schön auf den Magen schlagend. Wie nennt man es? Fettig ist es ja vielleicht nicht unbedingt. Süß. Kalorien voll, nicht arm. Ach, ihr wisst schon. So, wir fangen jetzt an. Ich habe Hunger. Ach nee, guck mal hier, die sind schon gezuckert. Und so würde ich jetzt mal sagen. Ach, das sind aber voll die dicken Dinger, guck mal hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehe ich das richtig? 3. Nochmal 3. Ja, 7 Stück. Ich hätte jetzt 6 gesagt. Wenn du sagst 3 und nochmal 3. 2, 4, 5, 6, 7. Okay, da ist einer mehr drin, als auf der Packung draufsteht. Echt jetzt? Okay, das ist aber nett. Vielleicht habe ich mich doch verzählt. Ja, dann Toaster ran, toasten. Jetzt, wie mache ich das denn? Das ist ja eigentlich auch bescheuert, dann schmilzt der Zucker doch voll. Muss da ja auch gleich wieder dran kommen. So, jetzt habe ich 3 drin, jetzt kann ich ja noch mal zählen. Die muss ich doch dann gleich winden. Dann leg die doch, dann packt er nur 2 rein und leg die schön quer. Der dauert ja ewig, bis wir dann essen können. Wie meinst du quer so oder was? Na dann, drücken wir den Toaster mal runter. Ich habe mir eine Uhr hier beigestellt. Ja, los. Also so ganz drin ist der jetzt aber dadurch nicht. Naja, wir müssen mal gucken. Ja, so, wir haben 21, das heißt, das mit 2,5 Minuten, oder machen wir direkt 3. Gucken, wie es sich hier entwickelt. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, sie sind hochgesprungen. Es war jetzt auch wirklich, es waren, unser Toaster hatten das gut abgeschätzt, würde ich sagen. Ich habe auf die Sekunden nicht geachtet, aber es waren irgendwas zwischen 2,5 und 3 Minuten. Also, heiß ist es schon mal. Das Einzige, was ich jetzt schon denke zu wissen, dass der Zucker ja jetzt voll geschmolzen ist und kein richtiger Zucker mehr drauf ist. Naja, mal sehen. Heiß, heiß, heiß. Wir legen das erstmal weg. Ja, da ist kein Zucker mehr. Die Ecke hat ja gerade die ganze Zeit rausgeguckt. Ja, okay, doch, die ist auch warm. Ich habe gerade schon gedacht, die wäre vielleicht noch gefroren. Alter, oh, das ist ein bisschen dunkler geworden. Wir probieren das direkt einmal so, denke ich. Ob es auch wirklich fertig ist. Aber ich glaube, also zumindest, dass es heiß. Aha. Ja. Hier für dich. Also ich habe jetzt noch nicht viel gegessen, aber ja, schmeckt schorurig. Aber mich stört, also ich glaube, für mich müsste man die wirklich noch mal so einen Zucker wälzen. Boah, das kann man auch schon besser essen. Ja, geht. Aber ich finde, so schmecken sie jetzt so ein bisschen trocken, oder? So. Also innen sind sie noch fluffig und ja, saftig, matschig. Aber ich finde, das schmeckt halt, man kennt das halt so von der Kirmes und Freizeitpark halt eher mit irgendwie noch was drumrum. Ja, steht auch drauf, dass man die noch in Zimt und Zucker wälzen soll. Die sind Natura. Das Habe ich da Zucker Naturelt. drauf? Eis. Ach so, meinst du, das ist Eis? Tatsache, könnte auch sein. Oh. Na, da müssen wir das vielleicht mal noch machen. Jetzt nur die Frage. Wir haben ja schon einen recht großen Toaster, ne? Stell dir vor, ich mache einen kleineren. Die haben jetzt so gerade eben 2 Stück reingepasst und wir haben jetzt noch 5. Naja, wir toasten mal und dann gucken wir mal,
Ob wir die gleich alle reinschmeißen, was dann alles noch warm ist. Und dann machen wir mal ein bisschen Zimt und Zucker. Oder nur Zucker. Zimt haben wir, glaube ich, nicht. Außerdem mag ich eh nur lieber Zucker. Und dann probieren wir es nochmal mit komplett fertiger Variante, dann wie es halt sein soll. Dann legen wir die nochmal hier so rein. Ich finde, sie sehen ein bisschen gematscht aus. Könnte aber auch sein, dass unser Gefrierfach vielleicht nicht ganz so. Es war ein bisschen voll, dass wir ein bisschen gedrückt haben. Na dann, tschüss. Die Churros sind soweit fertig. So, das ist der eine letzte, den ich gemacht habe. Der wird also noch sehr heiß sein. Wir probieren jetzt mal einen von den ersten, wie die so sind. Kann sie auf jeden Fall gut anfassen, aber man merkt, sie sind noch ganz gut warm. Ich auch, bitte. Also ich hatte jetzt eine Ecke, die noch nicht so viel Zucker hat, aber man merkt schon einen Unterschied allein durch dieses kleine bisschen, was ich hatte. Sie sind noch gut warm, finde ich. Man kann sie halt gut essen. Es ist nicht zu heiß. Und es ist aber auch noch nicht kalt. Von daher, gar nicht so schlecht. Die sind schön knusprig, muss ich sagen. Zeitlich ging es jetzt auch noch. Was haben wir jetzt? Drei Durchgänge, 3 Minuten knapp. Man muss halt nebenbei stehen. Wenn man schon so ein bisschen gucken muss, wenn der Toaster die ganze Zeit an ist, ist er natürlich auch schnell heißer. Aber gut, wenn man jetzt richtig Churros machen will, musst du auch dabei stehen, von daher. Aber jetzt so, muss ich glaube ich sagen, geht trotzdem nichts über so fertige, fettige, frische Churros. Die sind lecker, keine Frage, aber ich glaube so, bei so einem richtigen Churro-Stand sind die nochmal um einiges geiler. Die letzten drei probieren wir dann gleich noch mit Nutella. Und dann hatten wir mal eben fix und schnell einen Snack. Und der ist bis jetzt echt in Ordnung. Na, dann gucken wir mal, wie wir da ein bisschen Nutella drauf kriegen. Nächste Rutsche mit Schokolade, Nutella. Wir haben es mal versucht, ein bisschen schön anzurichten. Hat nicht so gut geklappt, obwohl es hier gerade so super heiß ist. So fest flüssig war die Nutella dann leider noch nicht. Der, die das Nutella. Ui, geil. Auch lecker. Ist halt jetzt mit Soße, ist halt ein Unterschied. Ne? Man hat halt nicht mehr diesen trockenen Teig. Ich sagen muss, ich hatte jetzt gerade schon sehr viel Nutella. Es war schon fast, hat man nur Nutella geschmeckt. Ich glaube, das ist schon ganz gut so viel von der Menge. Aber sonst, wie gerade schon gesagt, es ist halt lecker. So für mal eben zu Hause, wenn man Bock drauf hat, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vor allem, also, ne, wie gesagt, Toaster wärmen die jetzt ja mehr oder weniger mit. Aber wenn man es im Backofen macht, kann man ja auch wirklich alle schön nebeneinander legen und dann sind die auch alle gleichzeitig fertig. Das ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Also, gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben ja schon mal welche aus dem Lidl getestet. Wie haben wir die denn? Die waren in der Pfanne, ne? Ja, die haben wir gebraten. Gebraten, gebacken, wie auch immer. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und naja, und einmal haben wir halt auch welche komplett selbst gemacht. Da standen wir natürlich komplett in der Küche, halt den ganzen Teig selbst gemacht. War auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert. Und das hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern. Schon so lange her. Aber auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob das im Lidl auch eine Saisonware war, ob es die da immer zu kaufen gibt. Das ist ja auf jeden Fall jetzt so ein Ding, was die rausgebracht haben. Das wird es wohl immer geben, wenn man Glück hat und man es im Laden findet. Von daher, ich beiß nochmal ab. Und ihr liked so lange das Video, schreibt einen netten Kommentar. Wie fandst du die Menge für jetzt? Ich glaube, das ist in Ordnung. Also 6 stand drauf, wir hatten 7 drin, warum auch immer. Und das ist schon auch in der Menge. Also für zu zweit fand ich es in Ordnung. Ich habe jetzt meinen, wie viel esse ich gerade? Zweiten, dritten? Dritten. Drin, ja. Dritten sogar schon. Also machen auf jeden Fall gut satt, von daher Menge ist in Ordnung. Besser zum Teilen, würde ich sagen. Alleine weiß ich nicht, aber wer Bock drauf hat, warum nicht, ne? So, und jetzt zurück zum Thema. Ihr liked, schreibt gerne einen Kommentar, was wir sonst auch gerne noch machen wollen. Gerne machen sollen. Was wir sonst auch noch gerne machen sollen, testen sollen. Und abonnieren nicht vergessen, ne? Keine Frage. Und dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.